Ich bin in Hamburg. Mischa Ferojan aus dem Budox in Nienberg. Mischa noch etwas unerfahrener, 2:1. Ist auch etwas jünger als der Jan Großmann. Jan Großmann steht 7:3, hat also 10 Kämpfe, sprich 7 Kämpfe mehr als Mischa Ferojan. Mal sehen, ob das einen großen Unterschied machen wird. Jan Großmanns Kämpfe, als ich ein bisschen nachgeschaut habe, ein bisschen recherchiert habe über ihn, habe ich gemerkt, er hat sehr, sehr solide Fundamente, die im Endeffekt Kämpfe auch gewinnen werden. Er setzt oft eher auf Qualität als auf Quantität, was auch schön mit anzusehen ist. Bleibt er technisch und nutzt seine Reichweite aus. Wie es auch scheint, hat er den Reichweitenvorteil auch in diesem Kampf. Die beiden treffen sich auf 76 Kilogramm. Es geht 3x3 K1 Rules. Let's go. Schöne Bewegung hier. Ferojan weicht ordentlich aus. Schön. Guter Tipp. Yes, schön. Sehr schön gemacht. Us. Mischa Ferojan geht ordentlich nach vorne. Sehr schön mit anzusehen. Das ist auch ein Ding, mit dem Jan Großmann ein bisschen Probleme hatte in den vergangenen Kämpfen. Mit Kämpfern, die ordentlich Druck geben. Und im Rückwärtsgang neigt er manchmal dazu, das Kinn ein bisschen hoch zu lassen. Mal sehen, ob er daran gearbeitet hat. So in den vergangenen Kämpfen ein paar Mal der Fall. Ferojan hat schöne Bewegungen, ist leichtfüßig. Ui, sehr gut. Macht's ganz echt schön. Bisschen unorthodoxer. Us, schöne Hände hier. Es kommt mir vor, als hätte Mischa Ferojan den Schnelligkeitsvorteil. Ziemlich, ziemlich flink. Schöne Cross die ganze Zeit, die trifft immer wieder. Schöner Tie-Up into Cross. Der Inside Leg. Ui, die Hände von Jan Großmann da getroffen. Oder 1-2 von Großmann. Wie gesagt, Fundament. Gut. Schöne Aktion hier von Mischa, muss man sagen. Dafür, dass er jetzt bei 3 Kämpfen ist und, wenn ich es richtig verstanden habe, 19 Jahre jung ist. Reife Leistung. Ordentliches Movement drauf. Fake links, rechts, wappa, schöner Block. Schöne Hand hier von Großmann, knockt den Mundschutz raus von Ferojan. Guckt den selbst wieder rein. Let's go again. Sehr flink. Weiche Schläge einfach durchs Footwork aus, schön zu sehen. Ui, schöne Cross. Gut gekontert auf den Inside Leg Kick. Schöne Body Shots. Ui, kleiner Slip beim Head Kick. Nicht so schön, passiert aber. Beide hatten kurz Bock zu springen. Jan hat das Ganze ziemlich schlau gemacht und Bennett ist mit dem Head Kick halt leicht verfehlt, aber super mitgedacht. Schöne Cross zum Abschluss, super erste Runde, sehr schön mit anzusehen. Von beiden sehr schön, wirklich. Mischa Ferojan überzeugt mich mit dem Footwork, mit seinem Speed, ist echt super mit anzusehen. Hier sehen wir gerade Jan Großmann. Gesprungene Aktion. Hier hat, glaube ich, Jan noch einen Headkick beendet. Leicht verwählt. Haben wir schlau mitgedacht. Runde 2 von 3. Mal gespannt.
Let's go. Wieder. Zirkelt super raus, lässt sich hier nicht einkesseln in der Ringecke. Das wäre natürlich für Großen von Vorteil, wenn er stehen bleiben würde. Aber ein sich bewegendes Ziel ist immer schwerer zu treffen. Großmann hat aber auch eine schöne Einlaufmusik mit Bruce Lee Zitaten am Anfang. Be water, my friend. Kurz Gänsehaut bekommen. Sehr schön. Schöne Aktion hier von Fedojan. Lightning fast. Ui, Großmann interessiert es aber nicht. Super Tee, perfektes Timing. Also wirklich für drei Kämpfe überrascht mich Fedojan zutiefst. Wirkt, als hätte er viel, viel mehr gemacht. Schönes Movement. Während er sich genauso bewegt, wird es schwer, die Low-Kicks zu blocken. Daran könnte Jan Großmann mal denken. Während er rauszirkelt, sind die Füße oft nah beieinander. Bedeutet, sein Bein hochzuheben, so einen schönen Block zu bringen, wird relativ unwahrscheinlich. Genau dann, bah, könnte man die Legs auseinandernehmen. Ui, schöner Headkick-Versuch. Schöner Knieversuch, bisschen zu hoch gezogen. Ein Spinning Backkick, aber gut geblockt von Fedojan. Ui. Ordentliche Aktion hier. Guter Jab von Großmann. Jab, Low Kick, schön. Solide Fundamente, wie gesagt. Schön. Schöne Aktion hier von Fedojan. 30 Sekunden in der zweiten Runde noch. Ich habe ehrlich gar keine Lust, dass der Kampf aufhört. Was passiert? Ah, man schießt wieder raus von Fedojan. Gab noch eine kleine Verwarnung. Der Ringrichter hat auch früher heute am heutigen Abend einen Punktabzug dadurch gegeben, weil der Mundschutz auf rausgefallen ist. Deswegen aufpassen. Es wäre ziemlich schade, wenn man deswegen den Kampf verliert. Mir gefallen die Verteidigungsmechanismen von Micha Fedojan sehr. Ich bin ein großer Fan von seinem Stil. Verteidigt auf unorthodoxe Weise. Ist relativ egal, solange es effizient genug ist. Und es funktioniert. Droppt den Kopf kurz runter, weicht aus. Bah! Schön Konter hinterher. Spinning Backkick, aber gut geblockt. Wie gesagt, genau in solchen Momenten, wenn war das schön. Schön den Tief gefaked, Jan Großmann. Und eine Cross gedroppt. Super gemacht. Sehen wir ihn. Wie gesagt, woran Jan Großmann noch ein bisschen mehr denken könnte, wäre, wenn der Micha Fedojan rauszirkelt und die Füße kurz nahe beieinander hat, einmal auf die Beine zu gehen. Mal sehen, wer mehr von dem umsetzen kann, was die Coaches gerade in den Ecken genannt haben. Runde 3, letzte für diesen Kampf. Obwohl ich nichts gegen eine extra Runde hätte, je nachdem wie die dritte Runde jetzt weitergeht. Mich erwartet hier auf einen Konter. Yes. Ich möchte die Leg Kicks kontern. Schönes Knie getimed. Weiß ich genau. Den hinteren Tipp gefaked und einen vorderen Headkick gebracht. Micha Fedojan, super gemacht. Der Leckkick. Der Middle Kick schön gecatcht. Kurz einen Sweep reingebracht. Ui! Super Pullback-Konter von Fedojan.
Also egal wie dieser Kampf ausgeht, super Leistung von beiden, schöner Low-Kick apropos. Aber Micha Ferion in den jungen Jahren wirklich eine super Leistung hier, Hut ab an das Budox Gym, die Leistung. Schöner Low-Kick von beiden. Hey, schön gemacht, Jan Großmann hat den vorderen Low-Kick gefaked und ist auf das hintere Bein gegangen. Oh, oh, oh. Wirkte Ferujan kurz angenockt. Ah, Mund ist wieder raus. Ich hoffe, es gibt keinen Punktabzug. Dritte Mal Mund ist raus. Punktabzug. Sehr, sehr schwer, dann die Runde noch zu holen. Hm. Das bedeutet, wenn es so weitergeht und nichts Großartiges mehr passiert, ist die Runde für Großmann. Aufpassen, behalte den Mundschutz im Mund. Schöne. Oh, schöner Question Mark hier von Jan Großmann. We getting fancy. Sehr schön. Jan Großmann kommt immer mehr in seinen Flow rein. Letzte Minute läuft. Schön, Jab Low Kick. Stellt Ferujan hier an die Seile. Ferujan wirkt langsam, als ob die Luft weggeht und Großmann ist hier all day. 40 Sekunden noch. Großmann wird kein bisschen müder. Hat auch 5 Rundenkämpfe häufiger absolviert. Apropos gegen die Leute, die gleich den nächsten Kampf haben. Apropos gegen beide. Schöner Lowkick, genau das meinte ich gerade. Wenn er zirkelt, bang, da ist kein Block in Sicht. Sehr schön. Ui! Ich glaube, da hat Großmann mir gerade zugehört. Schöner Headkick. Natürlich wissen deine Coach das auch. 10 Sekunden noch. Großmann gibt ordentlich Gas und holt die sich sicher die dritte Runde mit nach Hause. Oh, schöner Headkick. Er hat noch Lust auf den Finish. Ey. Ferian wirkt wirklich ziemlich müde langsam. Tiefe Atmungen, die Hände fallen. Mund ist wieder raus. Time. Schöner Kampf. Wirklich sehr, sehr schöner Kampf. Runde 3 garantiert ins Popeye Gym zu Jan Großmann. Runde 1 und 2 finde ich ein bisschen schwer zu scoren. Bin gespannt, wie der Kampf ausgeht. Finde aber, kann gut sein, dass der Jan Großmann die Nase vorn hat. Vor allem, weil es gegen Ende immer dominanter wirkte und er den Druck gegeben hat. Auch wenn es zum Stil von Micha Ferujan gehört, links, rechts rauszuzirkeln, sieht es ein wenig dominanter aus, wenn Jan Großmann wirklich nach vorne marschiert. Deswegen ist wahrscheinlich, nimmt er den Sieg mit nach Hause. Wir werden gleich schlauer sein, was das angeht. Was für beide. Jan Großmann nimmt das Ding mit nach Hause. Wenig überraschend, vor allem die dritte Runde war ganz klar seine. Dennoch, sehr, sehr schön gemacht. Auch Micha Ferujan, super Leistung gebracht. Bin gespannt, wann wir die beiden wieder im Ring sehen. Gratulation.